Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. So, wir haben es leider schon wieder 18:50, weil Jasmin wieder Einlog-Probleme gehabt hatte. Ja. Dies dürfte sich jetzt aber in Zukunft geklärt haben. Das heißt, wir müssen leider wohl da üben noch ein bisschen bauen. Vielleicht ein paar kleinere Ressourcen in der Nähe abbauen. Hast doch mein Fahrrad. Oh Gott, ey. Aber die Runde wollte ich einmal mit einer Frage beginnen. Und zwar, Jasmin. Was ist der Unterschied zwischen Toilettenpapier und einer Gardine? Hier, komm mal her. Mensch, jetzt gehen wir aus dem Weg. Was ist der Unterschied zwischen Toilettenpapier und einer Gardine? Weiß ich nicht. Du warst das also. Was? Ich hab tatsächlich auch noch was für dich. Ja. Überleg gerade. Ah. Oh, da ist der Fehler. Was willst du denn? Hä? Und hier auf der Luke. Danke, danke. Ja, gerne, gerne. Ich danke, danke. So, dann könnte ich ja noch ein bisschen Holzhack schnitzeln und ein paar Pflastersteine herstellen. Dann können die ja schon mal so weit... Weißt du, warum kann ich die ja nicht rauf machen? Durchlaufen. Das Zielfernrohr geht, glaube ich, nur fürs Jagdgewehr. Glaube ich. Ich möchte das jetzt nicht beschwören. Und warum gibst du mir das dann? Vielleicht willst du ja mit dem Jagdgewehr spielen. Ich habe dich nur gefragt, ob du es haben willst. So, was habe ich denn an Stiefel? Ach, dann nehme ich doch die. Hast du gerade so arg gemacht? Ja, eigentlich schon. Ich habe schon gedacht, ich kriege hier Probleme. So, du kriegst gleich welche, ja. Aber ich habe doch noch meine Probleme von gestern. Ich könnte ja mal in die komische Fabrik hier nochmal reingucken. Ich meine, die ist ja gleich in der Ecke. Ich weiß immer nicht, wo hier alles hinkommt. Alles so durcheinander. Ich habe 2,5 Stunden Zeit, bevor es richtig krass wird. Ich glaube, ich schaue mir das mal an. Hab da sogar einen Durchgang. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Danke, den habe ich da selber reingeknüppelt. So, was habe ich denn hier noch? Ach, die Mod, die kann ja dann auch weg. War hier nicht was am Briefkasten? Ich konnte doch hier am Briefkasten, oder? Ja, wieso ist denn meine Lippen hier so trocken? Du musst da vielleicht raufpullern. Was? Gott, du. Ich wusste, dass mich hier Besuch erwartet, aber ich habe mich trotzdem erschrocken. Ja. Wie immer. Ich kann auch an dem Wagen nicht ran. Ey? Nee, das ist eine Wucht, ne? Eine Wucht. Ja, selbst Wissenschaftler können das nicht erklären. Was habe ich denn hier noch drin? Bitte und bitte. Wir müssen unbedingt beim nächsten Tag nochmal in die andere Großstadt. Ich würde mich da gerne mal umsehen. Wer hat sich gedodged? Um Gottes Willen ist der... Was? Was hat der gemacht? Er hat sich gebückt. Jetzt aber, du Sau! Hä? Was hab... So. Was haben wir?
Da sind nochmal zwei Gurken. Ah nee, warte, das kann ich gleich leeren. Hä? Das stört mich ja gar nicht. Mal. Okay, jetzt. Banane, ey? Hä? Aha, wieso hat denn der das eben nicht gemacht? Du bist selber doof. Hast du es jetzt erst gelesen? Ey, das schreibt, ja, hat er mir eben erst angezeigt. Ach so. Komisch, habe ich per Blitzexpress losgeschickt, die Nachricht, ne? Ja, merkt man. Ja, ja. Deutscher Qualitätsservice. Ah, mein Kopf juckt. Wobei ich mich über die Post tatsächlich nicht beschweren kann, also... Nö. Wenn du überlegst, was du früher manchmal gewartet hast auf so ein Paket. Ja. Mittlerweile ist ja vollkommen egal, wo du bestellst, das ist so schnell da. Also ich finde, die Post ist meistens schon schneller da als... Als die meisten anderen, ja. Der Rest. Das muss ich aber auch sagen, also großes Lob an die Post, ey. Das geht schon... Durch. Hier kommen Hunde, Jasmin. Hunde finde ich immer mies, ey. Meinst du hast Bock, mir zu helfen? Ich hab hier ein Grün. Ich hab keine Zeit. Okay. Ich muss hier Beton machen. Ja, ich weiß, es können wieder alle meckern. Ich bin doof, weil ich nicht helfe, aber... Und in der Basis schillst. Ja, nee, ich stehe nicht, aber du gehst ja immer nachts los und nachts gehe ich einfach grundsätzlich drauf. Jasmin, das ist doch nicht nachts, ja. Es ist eine Dämmerung. Ja, ist ja egal. Du hast ja noch 2 Stunden Zeit. Nee. Es ist einfach nichts für mich nachts. Aha. Sehe das doch, Patrick. Wo ist er denn? Ja, wo ist er? Ja, bitte ein Weini. Ich akzeptiere das. Also mal Zement. Ich hätte schwören können, dass ich noch was gehört habe. Irgendwie liegt meine Tastatur voll weird. Ich hau die ganze Zeit mit der Maus gegen. Was? War das? Du warst das. Hast du gerülpst? Ich hab Geist gemacht. Das ist aber nicht ladylike, Jasmin. Das ist nicht ladylike. Bitte von mir. Ist der hier oben oder ist der unten? Er ist weg. Oh nee, da ist er ja. Ja, was bist du denn für ein Süßer? Ja, was bist du denn für ein Süßer? Pass auf. Fang das Stöckchen. Ja, fein. Jetzt ist er müde vom ganzen Spielen. Guck mal, wie süß er schläft. So, da hinten war der geile Loot. Ich muss hier rüber, bin da aber nicht safe. Wie kam ich denn da sicher hin? Aber hier ist gar nichts, ne? Yes. Sniper Elite. So. Einmal hier hoch. Wieso wandern meine Lippen jetzt, ey? Das hat ihn nicht ganz gestört. Ja, das ist ein Bauarbeiter. Hart im Nehmen, nicht? So, habe ich noch was zu essen? Oh, Jasmin? Könntest du mir vielleicht was zu essen vorbeibringen? Ich arbeite hier gerade. Ich habe solch einen Hunger. Ich bin gerade am Arbeiten. Chillst du nicht in der Basis? Nee, ich werte hier erstmal ein bisschen noch auf. Was, warum das denn? Damit die Vögel hier nicht wieder alle Schrott machen? Ja. Ach, die sind so klein, die machen nur nichts. Habe ich gesehen, weil die nichts gemacht haben hier. Wenn ich da schnell genug hinkomme, kann ich runterschießen. Da du ja nicht der Schnellste bist, wird das wohl nicht. Sag ich doch.
Ich gehe besser hier in der Ecke. So, das gefällt mir. Wo bist du denn? Du hast meine Einladung nicht mal angenommen. Ja, ich, Ich sehe dich nicht. Ja, ich, Ja, gib mir doch einen Moment. Ja, du bist... Ich sehe das mit deinem Pfeil, aber ich sehe dich nicht. Jetzt aber. Die kann ich nicht sehen, Patrick ist mir vollkommen egal. Nee, ich sehe dich nicht. Hä? Stört mich nicht, dass du gerade schwer beschäftigt bist und mit. Ich sehe dich ja nicht mal. Ist doch egal. Du musst mich ja gerade nicht sehen, wenn ich kämpfe. Wobei, ich habe echt eine gute Figur abgegeben. Also ich muss schon sagen, das hätte zu sehen sollen. Oh Gott. Was denn? Nix. Hab ich was Falsches gesagt? Oh ne. Hier war doch irgendwo noch ein... Ne, der Rucksack ist doch hier. Der Rucksack ist hier. Der Rucksack, der liegt hier voll dumm rum. Ich schnapp mir den Loot raus. Sammel auf den Müll, da drin waren Steine, ganz kleine, die hab ich jetzt mit. Jetzt geh ich im Bunker. Wo war die Luke? Das wäre jetzt ein Hit. Hä? Ging das hier nicht irgendwo runter? Oder war das das andere Gebäude? Der da? Der da. Der da war das. Der da Gebäude. Der da. Der da. Really? Ja gut, wir gehen einmal außen rum hier. Hier ist ja offen. Tag der offenen Tür. Und der offenen Gedankengänge. Alter, was schießt du denn da schon wieder? Ich mach Jagd auf Ungeziefer. Hä, wo schießt der denn? Ich seh deinen blauen Pfeil, aber ich seh dich nicht. Du kannst mich ja auch nicht sehen. Ich bin doch viel zu weit weg. Oh ja, das weiß ich. Ach doch, stimmt, Jasmin, der steht bitte, da links. Ja, bitte. Steht so. Ja links. Jasmin. Ah ja, bin ich aber schon, ne? Arg enttäuscht jetzt, du. Warum? Ja, ja, mit deiner ganzen Erfahrung, die du gesammelt hast, ne? Auch. So viel Erfahrung habe ich gar nicht. Ich spiele das Spiel 10 Jahre, aber ich weiß immer noch nicht, worum es überhaupt geht. Hm. Hä? Was? Achso. Okay, ich habe 37 Schuss für den Keller. Läuft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das... Ich glaube, letztes Mal musste ich den Keller auch abbrechen, ne? Abbrechen? Er liegt in der Luft. Er ist Jesus, Jasmin. Was ist denn los mit mir jetzt? Ich habe den Heiligen gefunden. So, hier komme ich nicht rein. Da kam einer raus, hier auch. War das nicht so, dass ich hier zweimal um die Ecke gegangen bin? Gott, hab ich mich erschrocken. Kann man eigentlich hier auch ein Dach drüber machen? Jesus, Maria und Josef. Du kriegst die Tür nicht zu. Ja, kannst du? Ja, oben meine ich auf der Dachterrasse. Ja, ich denke mal nicht, dass das für den Tausammler ein Problem wird. Nee, ob du das machen kannst, ich kann das nicht. Nee, so ein richtiges Dach, ne? So ein Spitzdach. Aber aus Gittern. Vielleicht. Hä? Ein Spitzdach aus Gitt. Naja, so schräg hoch, weil gerade geht nicht wegen dem Tau-Ding. Mir geht's darum, dass die Vögel denn hier nicht alle Schrott machen. Er hat mich einfach hochgeschoben. Ich glaube, Gitter kannst du, glaube ich, nicht schräg setzen, oder?
So. Weil du bist ja allwissend. Jasmin, ich bin allwissend, aber nicht gebildet. Hä? Ja, kein Architektone. Komme ich aus dem alten Rom. Ich kann keine Straßen bauen aus Pflasterstein. Aber wo kamen die jetzt her? Hier überall. Die Luke hat 1000. Ist die von dem? Bin ich denn hier? Ich komme mir vor wie so ein Kanalisationsarbeiter, der irgendwo falsch rausgekommen ist. Die Tür hat 7000. Was ist das für eine Tür? Das ist ja schade. Oh, oh Gott, Alter. Meine Güte, ist er am Schreien. Alter. Ey. Ich hab mich gerade so erschrocken. Ich hab mich gerade so erschrocken, aber so extra. Ich bin richtig aufgesprungen. Alter Schwede. Eisenträger. Oh, ich hab Schweißausbrüche. Eisenträger. Ich dachte, der ist hier hinter der Tür und auf einmal steht er neben mir. Da bin ich aber. Das kann man hier nicht machen. Da bin ich aber leicht abgehoben aus meinem Stuhl. Was ist denn hier los? Was soll denn da? Wieso haben die denn alle. Das liegt doch nicht an der Uhrzeit. Ja, schade. Maismehl, wow. Schade. Geil. Come on. Du hast jetzt aber ein normaler Zombie. Oh, ist das schön. Oh, das war ja richtig abwechslungsreich. Ja, aber wo bin ich denn hier? Hier war ich noch gar nicht drin, ne? Das ist ja eine Wucht, Jasmin. Da brat mir doch einer einen Storch, nicht? Na. Oh Mann, ich würde hier gern noch was drüber machen, damit die Vögel hier nicht alles kaputt machen. Aber kannst du das? Ich kann das nicht. Nee, ich kann das ja nicht. Da bin ich wirklich doof für. Da muss ich sagen, wie es ist, leider. Das tut mir wirklich leid zu hören. Glaube ich dir nicht. Naja, hätte ich nur einen Freund, der das für mich machen würde. Hast du keinen? Das ist aber traurig. Soll ich das machen? Ja. 500 Jetons. Okay. Haben wir noch Schamsuppe oder so? Irgendwas, was wirklich Nahrung macht? Oder den Penner-Eintopf? Ja, glaube ich. Habe ich, glaube ich, auch erst. Ach, mein Narr wirkt. Doch, erst gekocht. Da hat aber einen auf den Latz gekriegt, ja. Bösen Latz. Sie ist glücklich gestorben. Ein wunderschönes Lächeln. Oh, ist das schön. Oh, der Beton ist immer so schnell leer, ey. Ich hab keine Ausdauer. Ja, apropos Beton. Was sind mal meine Schmieden? Weiß ich nicht. Ich gehe nur an meine. So, was brauchen wir noch? Bruchsand, ne? Der fehlt mir noch.
Da 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 da. Da 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 da. Da da da. Da 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 da. Da 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 da. Ein Penner, ein Topf. Hm. Ja, mach, ich kann neue machen. Ja, habe ich schon gegessen. Ja, alles, alles gut. War klar. Denkt auch nicht an die anderen, ey. Alles gut, ich werde nicht verdursten. Dafür koche ich nochmal Wasser ab. Hm? Meinst du nicht, dass wenn die drüben da in diesen Eingang reingehen, oder wo der Eingang von deinem Haus ist, dass die da nicht reinkloppen werden? Ja, bis jetzt ist keiner reingegangen. Naja, noch nicht, weil die noch andere Möglichkeiten haben, reinzugehen. Ja, noch nehme ich das aber als Zugang, um da zu arbeiten. Also wenn ich damit durch bin unten, dann würde ich da zumachen und ein höher gehen. Mhm. Oder meinst du, es wäre sinnvoll, vielleicht von der Höhe, dass man ein bisschen höher geht, ne? Ne, ich dachte jetzt so eine Art Graben zieht. Kann man ja auch noch machen. Wenn du so viel Zeit hast. Ja, 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 ja. Na denn? Ich meine, wie enttäuscht wären die Leute, wenn ich nicht mehr buddeln würde. Hm? Ganz doll enttäuscht. Genau, genau. So sehe ich das auch. Das war auch mein erster Gedanke. Das Gelbe da bei dir am Haus. Das Gelbe bei mir am Haus. Naja, da links neben den. Links neben den Eingang draußen. Muss ich gleich gucken. Das kann ich dir jetzt so pauschal gar nicht sagen. Warum nicht? Weil ich es nicht weiß, Jasmin. Hm. War ja wieder klar. Weil ich dumm bin. Ja, auch das ist mir klar. Warum fragst du denn so doof? Ha? Ja, weiß ich auch nicht. Das weiß sie wieder nicht, ne? So, Gammelfleisch kommt hier oben noch mit rein. Und dann haben wir hier nochmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Und Bargeld. Dose Chili. Gelb links am. Meinst du das hier? Nee, warte. Jetzt rechts. Mein oder dein rechts? Dein rechts. Hä, ich stehe doch genauso wie du. Stopp! Zurück. Stopp! Da vor dir jetzt. Ach, das hier unten. Ja? Da ist noch eine Lücke und dahinter sind Fackeln. Ach. Ja. Sagen Sie das doch. Mensch, Jasmin, du, das war aber falscher Alarm. Da hast du mich aber. Ich weiß nicht, was du da hinbaust. Ja, und streng genommen könnte man sagen. Aber wenn ich dann Graben drum ziehe, weiß ich nicht, ob die da wieder rumkloppen werden. Hm. So, jetzt habe ich das hier erstmal. Wenn ich auf der Höhe bin und arbeite hier hinter und hier läuft einer lang, kann es natürlich auch sein, dass der gegen die Wand schlägt, ne? Meinst du? Na, ich denke mal, das wäre zumindest möglich. Ja. Hm. Also unser Dingskäfig ist jetzt aus Beton. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, auch hier runter zu buddeln. Warum? Und schlechte Erfahrung, oder? Ja. Und ich müsste ja mindestens so 4 Block breit müsste ich ja rumgehen. Na, mal schauen. Ich baue erstmal soweit fertig und wenn es Probleme gibt, kann ich ja immer noch buddeln. Vielleicht habe ich ja sogar einen Erdbohrer. Hm? Wo ist das Problem? Wobei ich da nicht dran glaube, dass ich einen Erdbohrer kriege. Hm. Sag niemals nee. Erdbohrer kann ich immer noch nicht herstellen. Und ich brauche dafür Erntewerkzeuge. 39 Bücher. Ich muss mal kurz weg. Hm. Aber ich habe 4 Punkte zu investieren.
Aber in was? Fit wie ein Turnschuh. Wo war das hier? Geht noch nicht. Ein noch. Ja, Punkte weg, ne? Kannst du machen, nix. Musst du gucken zu. So. Man könnte auch, statt hier aufzuwerten, das ist ein Hausfriedensbruch, Leute. Hat keiner mitgekriegt. Vielleicht auch schon nach oben oder die Treppe anfangen zu bauen. Aber ich würde diese eine Wand tatsächlich erst fertig haben wollen. Und die Ecke, wo die Kisten hinkommen. Kann man damit schon mal anfangen? Da Kisten hinzusetzen. So. Gut. Dann haben wir nämlich den Bereich schon mal, wo die Zombies gegebenenfalls angreifen könnten. Jetzt noch einmal hier, wo die Kisten hinkommen. Ich habe hier zwei Problemchen gehabt gerade. Ja. Eins liegt neben mir und eins war gerade wieder hier. Ja. Jasmin, was sagst du zu meinem ganzen Beton, den ich habe? Ich kann gerade nicht, ich bin gestresst. Oh. Tut mir leid, Jasmin. Ich wünschte, ich könnte irgendwie deine Stimmung heben. Du könntest hier draußen Leute umbringen aktuell. So, was wolltest du jetzt von mir? Wo? Was? Ich sehe dich gar nicht. Ach, da. Da will einer. Bei dir ist einer drinne. Ja. Der ist voll reingesprungen. Ja, er ist schon der dritte. Ich dachte erst, du wärst das. Aber der war so schnell, konnte ich nicht mehr schießen. Ich brauche mal neue Munition. Mach dir welche. Für den Fall der Fälle. Ja. Aber der, wo der rauskam, der kam ja da hinten an der Ecke raus. Voll schnell war der auch. Ja, der hat orangene Augen gehabt. Und somit hat sich die Frage ja schon von selbst beantwortet. Ja, also aktuell können sie noch rein. Und wenn ich hier drinne bin, dann haben die halt auch was, wo sie hinwollen, ne? Mhm. Ja, vielleicht. Ich meine, wir haben es ja fast geschafft hier drin, ne? Wie viel Beton hast du denn, Boy, ey? Wieso? Bei mir dauert das voll lange, bis ich meinen Beton fertig habe. Naja, ich sammle schneller als du, ne? Ich sammle richtig schnell Steine, mach Bruchsand, Zement und, Ey, das hab ich doch alles. Aber bei mir dauert das, bis der fertig ist. Ja, bei mir auch. Ich hab den. Vorletzte Folge oder vorvorletzte Folge angefangen. Hm. Und seitdem schmelze ich Stein ein und stelle Zement her. Und den Zement setze ich direkt wieder zu Beton. Ja, ich mach das. Ja, Patrick. Herzlichen Glückwunsch, mache ich genauso. Nein. Nee, mach ich nicht so. Hast du recht. Das kann gar nicht sein. Hm. Wo ist er denn? Sag mir bitte, dass sie bei dir geschrien hat. Keine Ahnung, ich sehe sie nicht. Ja, sie hat dich gesehen. Und sie hat geschrien, oder nicht? Ich kann das immer nicht unterscheiden. Eigentlich, wann die schreit. Ja. Also ich bin jetzt der Meinung, dass die
Nee, ich glaube, die hat nicht geschrien, Jasmin. Da haben wir uns vertan. Wir müssen uns beide verhört haben. Ja, laufen alle meine Fallen, ey. Knie nieder, du Luder. Welche Fallen laufen die denn? Ist an der Straßenseite. Ich sag doch, das ist ein Tempel. Guck mal, wie er uns vergöttert. Wo wollen die denn schon wieder rein hier? Ja, da. Aber die halten gut was ab, die Fallen. Warte mal, Jasmin. Warte mal. Warte mal. Was hast denn du da für ein Gewehr, ey? Hä, nein. Ich hab. Nimm wieder. Okay, das waren jetzt die letzten 27, die über waren von 1000. Nee, nimm mal. Ja, gut. Ich mach mir hier meine selber. Sonst heißt es wieder, ich nimm alles weg. Ja, 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 ja. Standard. Gar nicht. Warte ich hier noch mal kurz. So, dann haben wir zumindest den Raum hier unten einmal betoniert, Jasmin. In einem wunderschönen Grau. Gut, dann kann ich jetzt ja eigentlich schon mal die Treppe anfangen, ne? Mhm. Damit ich auch mal sehe, wie weit ich hier überhaupt rauskomme. Oh, das wird bestimmt weit. Ich glaube nicht, dass das reichen wird hier. Jasmin? Mhm? Bambi ist hier draußen geköpft worden. Bambi. Naja, es hat jetzt nicht traurig geguckt, also ich konnte keine traurigen Augen sehen. Also alles human. Da kann der Tierschutz mir gar nichts. Ich verstehe dich gar nicht, wenn ich hier nagel. Nee. Nagel mal leiser. So, jetzt ist die Frage, ich muss jetzt wieder mittig kommen, ne? Scheibenkleister, wo waren die Mitte? Na, 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 was wolltest du da gerade sagen? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Mann, das ist eigentlich hier auch mal. 11. Also 5 auf jeder Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Und hier käme. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da käme das. Ich mach da direkt so ein. Du hast den Ofen an, obwohl du nichts drin hast. Warum machst du das? Wo? Na, die Schmelze. Bei mir? Ja. Ich hab die mal ausgemacht. Da ist nix. Meinst du jetzt bei dir in der Butze? Ja, deiner, den du da unten hingestellt hast. Ich brauche einmal hier Posten mittig. Seite mittig. Ich bräuchte auf jeden Fall nochmal Kohle und Nitrat. Da müsste ich nochmal denn, wenn es hell ist, für los. Kohle und Nitrat? Ne, Nitrat habe ich ja hier noch und Kohle auch noch. Ich wollte doch gerade sagen, ich habe doch groß gesammelt. Was ist das denn hier? Ja, Kohle habe ich ja auch noch. Ich müsste vielleicht von unten bauen. Hast du Kohle eigentlich auch noch gesammelt? Kohle hatte ich auch gesammelt eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Guck mal eben. 300, kann ich mir die 300 nehmen? Ja.
Oho. Dann kann ich Scheißpulver herstellen. Oh Gott. Ich sehe das schon kommen, mein Bein ist gleich gebrochen. Das hatten wir aber lange nicht mehr. Nee, das stimmt. Ich könnte oben, wie wir ja wissen mittlerweile, Stroh hinlegen. Ja. Ich wollte das ja irgendwann sowieso mal testen, aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, Jasmin. Deiner Meinung nach? Ja. Wenn meine Treppe steht. Wenn deine Treppe steht. 5. 6. Oh Gott, oh Gott. Meinst du 6 gehen? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, was du machst. Das zeigt rot an, aber vielleicht auch, weil ich draufstehe. So, alles zu machen. Was gibt's hier noch? Nee, das passt schon. Nein! Ach, der Gewitter, ich wollte gerade sagen, warum schießt du denn jetzt? Okay, Jasmin, also wenn du irgendwann ist mal was tot? Nein. Aber wenn du ist mal was zusammengestürzt? Mit... Nein. Aber wenn du mal was mit Holz bauen sollen wollen würdest, ne? Darfst du nicht von außen anfangen, mit Pflastersteinen zu verstärken. Ne? Also du musst rein theoretisch von innen anfangen. Der ist ja klar eigentlich, oder nicht? Genau, weil sonst... schwer wie für Holz? Genau, das ist sonst viel zu schwer und dann fällt das runter, ne? Du bist so doof, ey. Was? Oh Gott, ey. Ich hab das erste Mal hier die Butze gemacht, ne? Mir ist nicht einmal was kaputt gegangen. Ja, kaputt gegangen ist mir nicht direkt was. Ich bin nur runtergefallen. Oder zusammengebrochen. Ja, ist mir auch noch nicht passiert. Mir ist noch gar nichts kaputt gegangen. Das und du baust da und auf einmal geht alles Schrott. Nein, das siehst du vollkommen falsch, Jasmin. Du hast es echt nicht drauf, Boy. Lass es doch einfach. Ne, die statischen Regelungen hier sind halt nicht physikalisch, ne? Normalerweise... Spanplatte hätte das gehalten. Spanplatte vor allem. So eine schöne 10mm USB-Platte. Die packt das. Ist ja nur ein bisschen Stein. Also ist doof, dass ich jetzt hier... 3, 4, 5... ...eine Boffel habe, ey. Ich müsste erstmal hier aufwerten. Oh, Kartoffelsaat. Aber ganz schlimm. Wie viel Beton haben wir denn wieder? Keine Ahnung, ich nehme meinen eigenen. Was ist denn das hier heute für eine Grütze, sag mal? Gut, habe ich jetzt aufgebraucht. Was? Mein Beton. Hm. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das passt. Ich hoffe, ich kann das auch aufwerten. Bis oben hin. 360. Ja, so. 1, 2, 3, 4. Hm.
Da ist 5. Ach ja. So. Haben wir die endgültige Höhe schon erreicht. Hier tiefer komme ich nicht. Das schon mal. Dann müssen wir noch später von unten. Nummer 360. Oh ne. Wer die denn schon wieder, ey? Aber wo? Irgendwo bei dir. Ich sehe nichts, das ist dunkel. Meistens kommt die ja von hier. Ich sehe nichts. Hä, wo ist sie denn? Ist die bei dir ins Loch gefallen? Da in eins von den unzähligen, die du gebuddelt hast? Nee, ich sehe nichts. Ach, da, die war im Haus. Die ist tot. Hat die geschrien schon? Ja. Echt? Oh. Ich muss erstmal neu lernen. Jasmin. Ich bin runtergefallen. Und wo bist du denn runtergefallen? Von meinem Dach. Oh, da kommt ein Vogel doch irgendwo, oder? Nee, das sind hier diese. Oh, die sind so schnell. Die sind auch mega stark, die Typen. Und wieder eine Straßenseite. Ey, was wollen die denn da immer? Ey, warum? Der ist doch weg, oder nicht? Ja, er ist schon tot. Aber sieht er vielleicht deine Klötze, also die Stacheln, als Blöcke an, auf denen er hoch kann? Nee, ne? Keine Ahnung, denke ich nicht, oder? Wird ja eigentlich keinen Sinn machen, weil er kommt ja nicht zu uns. Ich weiß nicht, die gehen ja von Anfang an immer da rein, da die. Ne? Ja, immer die Wand da unten. Ja. Oh, du musst mal deine Türen aufmachen, Jasmin. Ganz schön warm hier drinne. Ich finde, das ist ganz schön kalt hier in meiner Hitze. Ich hab jetzt mal gelüftet. Machst du mal die Türen über jetzt zu? Ja. Mann, Patrick, lass sie zu. Das ist kalt. Okay. Wir sind schon wieder bei 43 Minuten. Ja. Nächste Folge können wir wieder auf Tour gehen, Jasmin. Ja. Oh, endlich mal wieder ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Action. Ja. Oh, wobei ich voll gerne meine Treppe gebaut hätte. Aber er nimmt schon langsam Form an, ey. Nicht schlecht. Ja, ey. Ey, alter, boah, ey. Bubble und Bubble. Da bist du runtergefallen und warum läufst du jetzt schon wieder da oben drauf? Nee, bei mir. Ach so. Bei mir bin ich runtergefallen. Ja. Und du meinst, das wird bei mir nicht so. Aber es sieht tatsächlich schon... Ja, ja, hast du toll gemacht. Ganz tolles Kino. Ja, oder? Ich bin da auch ziemlich von angetan. Super, also. Ich bin richtig stolz auf dich. Mein Elan, ey. Ich kann mich gar nicht zusammenreißen. Das sind lobende Worte, Jasmin. Lobende Worte. Oh, die klingen absolut zuverlässig aus deiner Verbalkloake. Kloake? Was? 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 Vielleicht Kloake. Oh, hallo, Jasmin.
So, dann würde ich sagen, nächste Folge looten wir. Für heute war es das. Wir haben nur ein bisschen gebaut, leider. Ein bisschen Selbstgespräche geführt. Ja, muss auch sein. Nur normale Leute. So. So ja, am besten, ey. Ja. Fachkundige Meinung, Jasmin. Fachkundige Meinung. Genau, Patrick. Genau, Patrick. So, wir sehen uns morgen wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.